Sieh zu, wie sie zueinander laufen, ihre Arme ausstrecken und sich berühren. Immer näher, immer enger. Es wächst, es pocht. Strukturen sind zu erkennen. Hartes und rundes, klebriges und weiches. Scharfe Kanten. Ich kann nur noch in Gruppen zählen. Kein Überblick. Gewollte und ungewollte Verbundenheit. Dreh mich. Wohin des Blickes? Sehe eine Blume, ihr Lachen von sich gespreizt. So weit oben, fast nicht zu erkennen. Was liegt unter diesem riesigen Berg an unbewegten Körpern? Will ich hier wirklich graben? Was ist aus ihnen geworden? Überall ein Faden zum Ursprung und nirgends etwas Unberührtes. Mein Blickfeld läuft über. Warum das Fundament aus dem Dreck holen? Nasse Steine aus dem See verlieren auch ihre Schönheit, wenn sie an der Sonne trocknen. Es funktioniert. In einer Zelle, in einer Stadt. Andere Farben. Warum nicht zuerst auf dem Instrument spielen, bevor es gebaut wird? Warum nicht lachen, bevor der Witz seine Worte gewählt hat? Warum ihn nicht ihre Würde lassen? Wer hat die Gesetze geschrieben und wer sie genehmigt? Hall an der Saale, die graue Diva. Es wächst, es pocht, es sieht und denkt und doch noch nicht ausdifferenziert. Wo denkst du hin? Wonach streckst du deine Arme? Halle. Meine Freundin Halle. Ich kenne dich jetzt seit zwei Jahren. Halle ist ruhig. Und du begeisterst mich einfach mit deiner widersprüchlichen Art. Das Potenzial, alt, neu, die Weltstadt editär, des 21. Jahrhunderts zu sein. Immer wenn ich Besuch bekomme, gerade aus Neustadt, Köln oder Berlin, für die ist das immer wie du bist auf eine Stadt, Kur. Aber die fühlst dich an wie ein Dorf. Sehen, an der Saale mein Wunsch für dich ist, dein Herz weit zu öffnen, den Groll gegen Fremde abzulegen und daran zu wachsen. Für ein mitfühlenderes Miteinander. Das ist richtig nervig. Liebe, deine Freundin Liebe. Halle ist sehr naturnah. Man fährt nicht nur geradeaus, es geht auch mal bergauf. Ich bin halt komplett aus dem Blauen heraus nach Halle gezogen. Bis ich nach Halle gezogen bin, wusste ich nicht mal, dass es die Stadt überhaupt gibt. Ein bisschen weniger Streit, glaube ich, wäre ganz gut. Also ich habe das Gefühl, es gibt viele Konflikte in Halle. Also einfach allein politisch und Späti macht ja einfach gesellschaftlich 20 oder 21 Uhr schon und, zu. Das ist ja, nicht das der Sinn eines Spätis. Und ich denke, Halle wenn Halle ist alt. Eine also, lebende, denkende, fühlende ist Person. Unterbewusst sehr cool. Ist eine gute Stadt, um sein Studium voranzubringen, um die Zeit dass der Nahkauf hier im schön Bahnhof zu verbringen und guten Gewissens am Abend nach Leipzig zu fahren. Und ja, die Mischung mag ich. Der Hallenser Charme ist unbeschreiblich. Wir haben viel Grün, wir haben eine schöne Altstadt, wir haben Kneipen. Halle, wenn ich an eine total bunte Stadt, das finde ich total schön. Ich denke, ist für mich Halle Wärme. Anonymität fehlt. Da viel Wärme aus. Viele interessante Menschen. Dass man irgendwann Menschen, nicht mehr auf die Straße gehen kann, so richtig, ohne jemanden zu treffen. Kommt wenn man neue dazu. Keine alles Lust hat, irgendwann Wunsch, mit Sicherheit viele Menschen und zu treffen. Wie alle anderen Menschen auch zu treffen überhaupt. Sehr man immer gezwungenermaßen irgendjemanden sieht und so ein Smalltalk bedeutet. Bilder in den gentrifizierten Städten unseres Landes. Halle hat sich was Einzigartiges Halle ist, erhalten. Halle ist die erste Stadt, hoffe, in der ich der ein, Zwiebel, ist, nee, ein Knoblauchfestival mitgemacht habe. Und das ist tatsächlich jedes Jahr im Mai. Ich habe schon immer gewusst, dass du mich and wahrscheinlich I niemals loslassen Knoblauch. Würdest. Aber dass ich mich deswegen irgendwann mal so in dich verliebe, dass danke, ich Halle so für den von Knoblauch. Dir loskomme, hätte ich wahrscheinlich niemals tangiert gedacht. Eher peripher. Mit solch wohligen Gefühlen jedes Mal an deinen Ortseingangsschildern vorbeifahre. Ich wünsche Halle noch ein Zirkuszelt. Ich habe einfach irgendwie keine Stadt gefunden, die es mir so gibt wie du.